Der Papiermacher von Trebsen. Hallo, ich grüße Sie. Ja, nicht der Papiermacher, sondern der Werkleiter von der Papierfabrik in Trebsen. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Wir haben ja schon oft über die Planungen für die Erweiterung Ihres Werkes geredet. Mhm. Erweist man da der Umwelt nicht einen Bärendienst? Naja, dass der Markt einen ständig steigenden Bedarf an Kartonagen und für immer neuere Anwendungsfälle hat, das ist die eine Seite. Und genau diesen Bedarf decken wir in Trebsen, indem wir aus Altpapier neues Papier herstellen. Wir wirtschaften also im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig und ressourcenschonend. Und im Übrigen ist die Papierindustrie mit einer Recyclingquote von etwa 78% heute schon ein Vorzeigemodell für die Kreislaufwirtschaft. Also das heißt, jedes Jahr werden in Deutschland knapp 14 Millionen Tonnen Altpapier wiederverwendet. CO2-Ausstoß ist ja auch auf jeden Fall immer ein Kriterium. Ein größeres Werk verursacht mehr CO2-Ausstoß. Schlecht für die Umwelt? Naja, da ist es eben so, dass der eigentliche Kernprozess, die Papierherstellung, auch heute in Trebsen schon fast frei von CO2-Emissionen abläuft. Ach, wieso? Die Pflanzen nehmen CO2 aus der Umwelt auf und der Kohlenstoff wird in den Fasern gespeichert, in unserem Fall eben in den Holzfasern. Und da verbleibt er, auch wenn die Fasern wiederverwendet werden. Das Ganze wird erst frei, wenn die Fasern verwittern, im Komposthaufen, im Garten, oder wenn man Holz verbrennt. Und beides machen wir im Trebsen nicht. Na, wo ist denn der Haken? Ja, das gilt eben leider noch nicht für die benötigte Energie und für die Betriebslogistik. Energie brauchen wir, um die Anlagen zu betreiben und um das Papier zu trocknen. Und ein CO2-freies Kraftwerk gibt es leider noch nicht. Wir wissen aber, dass wir bei den Staplern auf andere Antriebe setzen könnten. Und die CO2-Minderungsziele in der Transportlogistik sind ja auch schon mit klaren Terminen versehen. Und es ist richtig, wenn wir am Ende des Tages zu dem Schluss kommen, dass wir das Projekt in Trebsen umsetzen können, dann würde man in Trebsen mehr Papier produzieren. Das heißt aber nicht unbedingt, dass der CO2-Ausstoß im gleichen Maße steigen wird, sondern erklärtes Ziel ist es, den spezifischen CO2-Ausstoß, also den Ausstoß pro Tonne Papier, spürbar zu senken. Und da versucht man nach Lösungen und denken über neue Konzepte nach. Okay, das klingt ambitioniert. Na, das ist genau die Herausforderung. Da stecken wir viel Energie rein und viel Arbeit, indem wir auch über den Tellerrand hinausschauen. Wir schauen also gezielt in andere Branchen, wie geht man dort mit Energie um. Wir sind also Teil eines der größten Energieeffizienznetzwerke im Land und Teil der Initiative der Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke der Bundesregierung. Aber wie wollt ihr diesen enormen Bedarf an Energie decken? Nun, zum einen würden wir bei der Werkserweiterung auf bestverfügbare Technik setzen. Zum anderen werden wir eine gute Lösung für den Braunkohlestaub suchen. Wir werden mehr Biogas erzeugen, das werden wir im Werk unterbringen oder ausspeisen. Wir werden überall dort, wo es funktioniert, auf erneuerbare Energien setzen, ja, und die Antriebe der Staplerflotte austauschen. Und das sind alles wichtige und gute Dinge. Aber Hauptaufgabe und Hauptthema ist das Energiekonzept. Aber ihr braucht ja wirklich Unmengen an Energie, das ist ja bekannt. Na, wenn wir beide heute über Energie sprechen wollen, brauchen wir aber auch einen guten Vergleich. Was denken Sie denn, wie viel Papier ein jeder von uns pro Jahr verbraucht? Keine Ahnung. Kommt bestimmt eine ganze Menge zusammen. Naja, man findet leicht voneinander abweichende Zahlen, aber über meinen Verband weiß ich, dass es rechnerisch etwa 200 Kilogramm sind, die wir alle pro Jahr miteinander verbrauchen. Aha. Das ist nicht nur Verpackungspapier, sondern das sind eben alle Papiere, mit denen wir im Alltag umgehen. Und zur Herstellung von 200 Kilo Papier braucht man etwa 560 Kilowattstunden an Energie. Und das wiederum ist weniger, als würde man eine 70 Watt Glühbirne ein Jahr lang brennen lassen. Mhm. Und damit relativiert sich das doch ganz gut schon wieder. Und was bedeutet das für Trebsen? Wie lange würde da die Glühlampe leuchten? Ja, mit einer Glühlampe kann ich es dort nicht ausdrücken, aber um den Energiebedarf für die neue Papiermaschine decken zu können, brauchen wir etwa 150 Tonnen Dampf pro Stunde und 42 MW elektrische Leistung. In dieser Zeit ist das Energieproblem ja nun nicht einfacher geworden. Wie wollt ihr denn das lösen? Naja, wir sind eben zur Deckung des Wärme- und Strombedarfs bisher mit einem herkömmlichen, wenn auch wasserstofftauglichen Kraftwerk ins Rennen gegangen. Die geopolitischen Folgen und die energiewirtschaftlichen Folgen der Ukraine-Krise setzen uns aber alle vor die Situation, dass die Zukunft de facto überhaupt nicht mehr planbar ist. Das heißt, die Energiekosten auch für uns beide sind der Zukunft sind nicht kalkulierbar. Also hinterfragen wir natürlich unser Konzept und fragen uns eben auch, ob man nicht auch andere Energieträger setzen sollte.
was könnten das für Energieträger sein? Wir denken an alles, was die vorgelagerten Netze hergeben. Also wir schauen uns wirklich jeden Energieträger an, wir schauen uns jeden Brennstoff an und denken eben unter den heutigen Rahmenbedingungen tatsächlich frei. Das heißt, wir drehen wirklich jeden Stein um und suchen ein neues Kernkonzept. Das klingt ja auf jeden Fall nach einer gewaltigen Herausforderung für die Papiermacher von Trebsen. Das stimmt. Und nochmal, wir wollen nach der Erweiterung mit zwei Maschinen in jedem Fall besser und nicht schlechter dastehen als heute. Und das macht so eine Standortsicherung und Werkserweiterung zu einer absoluten Mammutaufgabe. Vor der scheuen wir uns nicht, denn das, was wir vorhaben, ist gut für uns, gut für die Region, gut für Trebsen. Ja, nach dem heutigen Gespräch ist klar, auch gut für die Kreislaufwirtschaft und damit eben gut fürs Klima. Klingt nach einer Win-Win-Situation. Ja. Da müsste ich mir gleich mal ein paar Notizen machen. Hätten Sie vielleicht ein bisschen Papier für mich? Der Papiermacher kann aushelfen. Machen Sie gerne Notizen. Sie können aber auch gerne auf unsere Projektwebsite schauen. Hier halten wir aktuell. Sie können sich die Newsletter anschauen, die wir rausgeben. Oder Sie kommen mit Ihren Fragen zu unseren Planungsstammtischen. Vielen Dank. Kein Problem.